Hier ist Freddy Krüger 91527. Seine Weihnachtszeit 2012. Folge 7. Wieder erwarten habe ich doch noch ein Eintrittsticket bekommen für die Weihnachtsfeier. Ja, und da bin ich dann auch bis eben noch gewesen. Gab anständig Bier zu saufen. Deswegen ist es jetzt auch schon 21.35 Uhr und ich glaube nicht, dass ich dieses Video heute Abend noch irgendwie bearbeiten oder rendern werde oder sonst irgendwas machen werde mit diesem Video. Ich werde einfach bloß meinen Weihnachtskalender aufmachen und mich danach in die Haie legen. Ja, aber war eine lustige Party gewesen irgendwie. Es gab Fleisch, Brot rundherum und es war warm, also das Fleisch und es gab Feuer. Buffet mit Grünkohl. Da muss ich jetzt nicht mehr zum Weihnachtsmarkt fahren, irgendwie, um mir das reinzuziehen. Nein, ich konnte das bereits auf Arbeit vertilgen. Das ist schon wundervoll. Außerdem gab es da irgendwelche jungen Bullen und keine Ahnung. Und eigentlich wollten sich irgendwelche Leute da auch noch kloppen auf der Party. Aber dann war die Musik so dermaßen sedierend, dass wahrscheinlich keiner von den Menschen dort irgendwie Spaß daran gehabt hätte. Ich meine, versuch dich mal im Takt von Little Drummer Boy irgendwie zu prügeln mit irgendjemandem. Param, pam, 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 ding, 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 ding. Ich glaube nicht, dass das Spaß gemacht hat. Hätte. Haben tun würden. Hey, aber da war echt ein Weihnachtsmann und der hatte auch einen Engel dabei. Mit dem konnte ich mich dann fotografieren lassen. Allerdings sind die Fotos leider nicht im Internet, sondern auf irgendeinem internen Server. Das heißt, es könnte ein wenig dauern, bis ich an die Bilder mal rankomme. Aber sobald ich rankomme, werde ich sie natürlich hochladen. Sehe ich wahrscheinlich genauso scheiße aus wie jetzt gerade, nur ohne die Mütze. Ich habe gleich nach der Arbeit angefangen zu saufen dort, anstatt nochmal nach Hause zu fahren, um mich umzuziehen, so wie alle anderen. Ich war der Einzige, der noch mit seiner Arbeitskluft rumgelaufen ist. Die anderen hatten alle irgendwelche komischen Fancy-Schmenzi-Klamotten an. Schon sehr lustig gewesen, da irgendwie die ganzen normalerweise total verfilzten Schlosser und sowas auf einmal mit geschmierten Haaren und mit Krawatte und so einer Scheiße zu sehen. Aber egal. Die einzigen, die einigermaßen wild aussahen, waren die Chefs. Schwachsinn. Alles nur Verkleidung. So. Aber egal, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich werde jetzt meinen Weihnachtskalender öffnen. Wieso klemmt denn dieses alberne Messer schon wieder? Muss das mal dringend ölen. Apropos ölen, genau, auf dem Weg hierher musste ich wieder die ganze Zeit im zweiten Gang fahren. Ich meine, der erste Gang geht sowieso niemals rein in den Fahrrad, beziehungsweise der erste Gang ist der zweite Gang. Da springt die Narbe immer nicht um. Aber die restlichen Gänge sind wieder mal alle eingefroren. Voll scheiße. Passiert immer wieder irgendwie. Das ist diese Klickbox. Ich muss sie mal trocken legen. So, muss ich ein Foto schießen. So, Nummer 7 oder was? Nummer 7 befindet sich. Ach, da. Diesmal muss ich das Gesicht von diesem kleinen Mädchen hier aufmachen. So, dass ihre Nase und ihr gesamtes Gesicht vom Hinterkopf treffen. Vorsicht! Quatsch! Außerdem hat diese miese Katze jetzt keinen Schwanz mehr, die unten. Oh, das ist ja komplett rausgefallen. Ah, miese Katze. So. Das ist ein Hund, der einen Teddy auf dem Kopf hat. Und hat der Teddy auf dem Kopf? Der hat auch irgendeinen Scheiß oben drauf. Ein Papagei mit einer Glocke in seiner Kralle. Oh, ist wahrscheinlich so eine Art Marterpfahl. Die kommen alle samt aus einem Hut oder einem Geschenk oder sowas raus. Eine Töne mit einem Teddy, mit einem Papagei, mit einer Glocke. Das ist ein kranker Scheiß. Yeah. So. Das Mädchen hat übrigens einen Stern dran. Und ich habe obendrein auch nach diesem komischen Krümel da unten den Scheitel geschnitten. Das ist derselbe Bengel, den ich schon mal irgendwie seinen Arsch aufgemacht habe. Ihr wisst schon, der Typ mit dem Nudelholz, der den Teig verprügelt hat.
Geh doch mal aus, du Sau. So, kommen wir mal zu der Schokolade oder was? Das ist ein Musikinstrument. Ich würde sagen, ein Cello oder ein Kontrabass. Der hat nur vier Wirbel und auch nur vier Saiten. Sieht obendrein irgendwie so ein bisschen gefrostet aus. Dabei ist es hier überhaupt nicht so kalt. Was auch immer es ist, Hang. Dann gibt es auf jeden Fall wieder massive Schokolade. Schokoladige Schokolade. Genau, Kuchen gab es auf Arbeit auch noch. Allerdings habe ich keinen schokoladigen Kuchen gefressen. Was ich gemampft habe, war irgendwie so eine Art Puddingkuchen. Irgendwas mit Obst und eine Scheibe Stollen. Und ich habe mir unzählige von diesen Pfeffernüssen reingezogen, falls ihr wisst, was Pfeffernüsse sind. Das sind so eine kleinen weißen Dinger. Manchmal sind die auch braun, aber ich habe eigentlich nur die weißen vertilgt. Das ist so eine Art Lebkuchen oder Pfefferkuchen oder so, aber eben bloß so groß wie eine etwas große Nuss. Und damit irgendwie so Zuckerguss drüber. Sehr lustig. Ich glaube, ich habe sogar noch einen in dieser einen Tasche, aber ich bin jetzt zu faul, den zu holen. Mandarinen habe ich mir auch ohne Ende reingezogen, denn die lagen da überall in der Gegend rum. Und eine halbe Kiwi. Und Apfel. Ja. Völlig sinnlose, unnütze Information. Aber ist ja auch scheißegal. Dieses gesamte Video ist ja sowieso voll mit unnützen und unwichtigen Informationen. Nee, irgendwie fällt mir jetzt nichts anderes mehr ein, was auch noch unwichtig und unnütz wäre. Hatte ich schon erwähnt, dass sich da Leute prügeln sollten? Oder wollten? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben sie es nicht gemacht. Die einzige Entertainment- oder Unterhaltungsscheiße, die da war, waren so ein Haufen Leute, die verzweifelt versucht haben, so ein bisschen Mucke zu machen und die Leute zum Klatschen zu bewegen. Aber erstens haben die meisten Leute nicht geklatscht, zweitens haben die geklatscht haben, so leise geklatscht, dass man nichts hören konnte und drittens war der Sound so unglaublich schlecht bei dieser ganzen Veranstaltung, dass man irgendwie auch keine Freude hatte an der Musik. Ich meine, die haben sich echt Mühe gegeben da vorne, die haben da irgendwie dieses Bata Bata Lied gesungen und Feliz Navidad und irgendwelche Leute haben versucht, die Blues Brothers zu imitieren, aber es kam einfach nicht anständig rüber, weil die da so total beknackte Boxen aufgehängt hatten. Und dann war das auch so, dass auf der einen Seite der Bass war und auf der anderen Seite die Hochtöner. Und die Hochtöner, die waren auch nicht anständig eingestellt, sodass man die Höhen nur verzerrt hatte und der Bass, den konnte man fast gar nicht hören. Es sei denn, man stand auf der anderen Seite, da hat man nur den Bass gehört, aber keine Höhen gehabt. Also irgendwie war das echt scheiße gewesen. Aber trotzdem, das Lied Feliz Navidad rockt voll. Da fällt mir noch was ein. Ich glaube, ich brauche dieses Band jetzt nicht mehr. Ich werde nicht mehr zurückkehren zu dieser Party und morgen ist sie vorbei. Yeah. Sollte ich mir vielleicht an die Wand nageln oder so als Trophäe. Ich war echt auf dieser Party gewesen, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keinen Eintritt hatte dazu. Also ich hätte eigentlich keinen gehabt, aber dann wollte einer nicht hingehen, weil ihm aufgefallen ist, dass das bestimmt peinlich ist und so. Dann hat er mir seine Karte verkauft. Und jetzt habe ich diese Karte gehabt und habe mir statt ihm dann ja, den Bauch vollgeschlagen und habe mich volllaufen lassen. Ja. Trotzdem bin ich immer noch durstig. 600 Sekunden, ey, das sind fast 10 Minuten. 10 Minuten voll mit dummen Gesülze über etwas, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Aber ist ja egal. YouTube ist so voll mit unnützen Informationen, da kommt es auf eine Datei mehr oder weniger auch nicht an.